einmal vom Toten Meer gehört? Selbst wenn du nicht mal schwimmen könntest, würdest du in diesem Meer definitiv nicht untergehen. Das Meer trägt dich. Kurios, oder? Aber wenn du dann im Toten Meer schwimmen warst, musst du dich danach sehr gründlich waschen. Eben weil das Meer sehr salzhaltig ist. Und genau das ist das Geheimnis. Salz ist die Antwort auf die Frage, warum du im Toten Meer nicht untergehen würdest. Um euch dieses Phänomen zu erklären, habe ich ein kleines Experiment mit euch vor. Das wird sicherlich sehr interessant werden. Hehehehe. Alles, was ihr dazu benötigt, ist ein rohes Ei, ein Löffel, Wasser, ein leeres Glas und das Wichtigste, Salz. Wenn ihr das alles habt, kann es auch schon losgehen. Ich werde spaßeshalber bei dem Eichen noch ein Gesicht verpassen, dann ist es witziger. Moment, ich bin gleich fertig. Ist noch hier die Haare. Schaut mal. Jabari. So, als erstes nimmt ihr das Ei, in dem Fall mein kleiner Jabari, nimmt das leere Glas und legt das Ei vorsichtig rein. So, wie man sehen kann, liegt das Ei regelrecht auf dem Boden. Regungslos. So, jetzt geht's weiter. Und wir nehmen das Glas mit Wasser. Und, ja, füllen das Glas praktisch mit Wasser. Und wie man sehen kann, schwimmt es auf dem Boden. Es kommt nicht nach oben. Aber jetzt der Trick. Wir nehmen jetzt hier das Salz, streuen ruhig großzügig rein und verrühren das richtig gut. Und so simulieren wir jetzt das Tote Meer. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber das wird schon funktionieren. Geduld, meine Lieben, Geduld. Lassen wir Jabari schwimmen. So. Das wirkt jetzt ein bisschen milchig, aber das ist kein Problem. Das Ei kann man ja trotzdem noch sehen. Ein kleiner Tipp. Je mehr Salz, desto schneller geht es. Um das mal so auszudrücken. So. Und schon nach kurzer Zeit sieht man, unser kleiner Jabari schwimmt. Stoßerchen. Jetzt kann man es noch besser sehen. Ihr seht schon. So viel Salz habe ich gar nicht gebraucht. Und so funktioniert das Tote Meer. Nun zur Erklärung. Normalerweise ist ein Ei ja schwerer als Wasser. Deswegen sinkt es zu Boden. Aber ist das Wasser schwerer als das Ei, wie man hier sehen kann? Schwimmt das Ei auf der Wasseroberfläche. Vergleichbar ist das mit den anderen Gegenständen, wie zum Beispiel Papier oder Styropor. Auch diese Gegenstände sind viel, viel leichter als Wasser und schwimmen deswegen auf der Oberfläche. Doch was passiert, wenn man Salz ins Wasser streut? Mit Salz würdest du das Wasser viel schwerer machen. Das Ei im Verhältnis dazu würde viel leichter sein, sodass es, wie eben schon gezeigt, auf der Wasseroberfläche schwimmt. Nun ja. Und so ist es auch mit Leitungswasser. Stell dir doch mal vor, du würdest ein ausgeblasenes Ei mit Leitungswasser füllen. Wasser ist eben leichter. Also würdest du ein normales Ei und ein ausgeblasenes Ei, das wiederum gefüllt ist mit Leitungswasser, in ein Glas tun, würde das mit Leitungswasser nach oben schwimmen, weil das eben leichter ist. Und nun schlagen wir nochmal die Brücke zu unserem Thema. Salzwasser ist der Grund, warum wir Menschen auf der Wasseroberfläche stehen bzw. schwimmen. Und genau deswegen sinken wir nicht. So einfach ist das. Alter, willst du mich bloßstellen oder was, hä? Was? Wieso das denn? Ja, da ist doch meine Fresse auf dem Ei, oder?
Nun ja, also. Oh, wie witzig. Und jetzt? Okay, also bis zum nächsten Mal.